Heute berichten wir zum ersten Mal aus dem neuen Studio der Obertraubling News in Obertraubling. Der Wochenrückblick vom 2. bis 8. Oktober 2017. Am Samstag, den 7. Oktober, feierte die Gemeinde- und Pfarrbücherei Obertraubling ihr 40-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste waren vor Ort. Auch ein Kamerateam war für sie von uns dabei. Weil sonst hätten wir nicht 40 Jahre feiern können ohne dieses hervorragende Team. Ein schlauer Mann hat einmal festgestellt, von Eltern lernen wir das Rechnen, Schreiben, Lachen, Gehen. Aber wenn man mit Literatur in Berührung kommt, dann entdeckt der Mensch erst, dass er auch Flügel hat. Und ich denke, der diesen Satz ja geprägt hat, ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, das ist ein tiefsinniger Satz, der mir sehr gefallen hat. Dass es also tatsächlich so ist, wenn wir mit Literatur in Bewegung, in Berührung kommen, dann wachsen uns gleichsam Flügel, wir tauchen neuen Welten und Sphären ein. Und es ist wunderbar und schön, dass es hier ein Team gibt, das uns ja diese Luftsprünge, diese Luftflüge ermöglicht. Es sind engagierte Frauen vor allem, die sich hier ja seit vielen Jahren engagieren mit Herzblut. Das habe ich gleich feststellen dürfen, wie ich ja vor gut 2 Jahren hierher gekommen bin und habe die Frau Biermeier und ihr Team kennengelernt, die sich bei mir im Pfarrbüro vorgestellt haben. Das sind die, die ja die Gemeinde- und Pfarrbücherei leiten, und es war
gleich zu spüren, das sind Leute, also wirklich ihr Herz für das schlägt und ja, man spürt es einfach, wenn wir hier reinkommen, dass hier also wirklich mit viel Liebe, Engagement und Weitsicht diese Arbeit gemacht wird. Und ich möchte dieses Wort heute Abend ein bisschen ausweiten, also wenn wir mit Literatur in Berührung kommen, dann wachsen uns gleichsam Flügeln. Und hier in der Gemeinde und Pfarrbücherei gibt es ja so etwas wie Engel, die Flügel haben, weil sonst können sie gar nicht das alles leisten, was sie ja Woche für Woche also im Dienst an den Besucherinnen und Besuchern Woche für Woche tun. Ich möchte mich einfach bedanken bei Ihnen. Ich möchte keine zweite Predigt halten, eine haben Sie schon ertragen müssen heute von mir. Keine zweite folgt jetzt nicht. Ich möchte einfach Danke sagen, dass Sie das so spezielles zusammen machen. Und es ist wirklich hervorragende Arbeit, was hier geleistet wird. Und vor allem wirklich Hut ab vor den vielen, vielen, vielen unzählbaren ehrenamtlichen Stunden. Also was in 40 Jahren aufgelaufen ist, das können wir gar nicht zählen. Was vielleicht im Jahr läuft, das kommt vielleicht die Frau Biermeier ungefähr überschätzen, was da geleistet wird. Vielleicht sagt sie auch später noch etwas dazu. Aber wir könnten als Gemeinde und als Pfarrei keine Gemeinde und Pfarrbücherei nicht haben, wenn es nicht Ehrenamtliche geben würde, die diesen Dienst machen. Er ist wirklich unbezahlbar, ohne den Einsatz würde es nicht gehen. Ich sage einfach an das Team schlicht und einfach, wie man es in Bayern sagt, vergelt's Gott, macht so weiter. Und ich sage auch unserem Bürgermeister und den Gemeinderäten auch, vergelt's Gott auch für die gute Zusammenarbeit, weil nur miteinander ist es möglich, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird und wir hoffentlich in 10 Jahren hier dann das 50-Jährige feiern dürfen. In diesem Sinne einen weiterhin guten Abend und einfach auch viel Erfolg für die Geschichte der Gemeinde und Pfarrbücherei. Ja, es passt schon ganz gut hervor. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, nach einem schönen, ich nenne es jetzt einfach mal so Festgottesdienst, wollen wir heute einen ja genauso schönen Festabend zum 40-jährigen Jubiläum unserer Gemeinde und Pfarrbücherei begehen. Das Programm hat im Übrigen unser Team der Bücherei gestaltet, vorbereitet und auch den Abend so vorbereitet. Und das Ganze wird eigentlich nur, ja, ich nenne mal das Ganze so unterbrochen von den Grußworten und von den Reden. Ja, ich freue mich, dass ich Sie alle heute hier zu diesem Jubiläum begrüßen kann und ich mache das im Namen der, sowohl im Namen der Gemeinde als auch der Pfarrei. Und natürlich haben wir heute Ehrengäste eingeladen. Und ich möchte als allererstes Sie begrüßen, hochwürdiger Herr Pfarrer Helmut Brunner, gleich mit dem Dank verbunden für diesen wunderschönen Gottesdienst. Jetzt haben wir natürlich, oder jetzt habe ich natürlich ein Problem. Eigentlich könnten wir Ihre Predigt hernehmen und die so in das Programm mit einbauen, weil Sie das so schön alles umschrieben, beschrieben und auch unser Team gelobt haben. Also vielen Dank, Herr Pfarrer, für diesen wunderschönen Gottesdienst und schön, dass Sie heute bei uns dabei sind. Ja, natürlich haben wir uns weitere Ehrengäste eingeladen und so begrüße ich, ich nehme jetzt gleich einmal die Pfarrei mit dazu, da ist unser Kirchenpfleger da, der Herr Edgar Rothammer und es ist unsere Gemeindereferentin da, die Frau Handwerker habe ich gesehen und ganz schön ist, dass unsere ehrwürdigen Schwestern vom Bruder Konrad Haus auch hier sind, gleich nach der Kirche mit hochgegangen sind. Also ein herzliches Grüß Gott an Sie alle, schön, dass Sie da sind. Dazu begrüße ich besonders den Vorsitzenden der Kreisarbeitsgemeinschaft der Landkreisbüchereien des St. Michaelsbunds, an Herrn Reinhold Demleitner. Und ich begrüße die Frau Ursula Busch als Leiterin der Diözesanstelle des St. Michaelsbundes in Regensburg. Wir haben in der Kirche übereinander gesessen, eigentlich unwissend. Ja, also ich habe nicht gewusst, wo ich sie hin tun muss. Ja, eben, wir waren alle andächtig und haben gespannt gelauscht. Aber wie gesagt, ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie heute bei uns hier vertreten sind. Ein herzliches Grüß Gott geht an unsere Ehrenbürger, Herrn Georg Gattinger, der mit seiner Gattin gekommen ist. Lieber Georg, schön, dass du da bist. Und an unseren Ortsheimerpfleger, Ehrenbürger, Herrn Bius Detterbeck. Jetzt sieht ihn gerade nicht ganz hinten, wie immer, den Fotoapparat im Anschlag. Also, man hat es auch in der Kirche blitzen sehen, er ist seinem
ja, seinem Hobby, seiner Arbeit als Alzheimerpfleger schon wieder nachgekommen. Vielen Dank, dass Sie uns heute die Ehre geben, und ein besonderer Gruß geht an unseren Altbürgermeister, an Herrn Alfons Lang, der auch mit seiner Gattin hier ist, die im Übrigen auch zum Büchereiteam gehört. Herzlich willkommen den Kolleginnen und Kollegen des Pfarrgemeinderats. Hier darf ich stellvertretend den Stellvertreter, den Herrn Dr. Schupfner, nennen. Und ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat. Schön, dass auch hier viele heute gekommen sind zu diesem Jubiläum, und nehme hier gleich mit dazu die Vertreter des Büchereikuratoriums. Und nachdem ich schon so viel begrüßt habe, sticht mir der Andreas Kahler ins Auge, wo ich sage, nehme ich den Andi stellvertretend für das Kuratorium. Ja, von der Hermann-Zierer-Grundschule begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Rektorin, die Frau Saurin Eckstein. Sie ist neu bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute den Herrn Kerbert vertreten. Es freut mich, dass die Frau Daxl, habe ich auch gesehen, hier ist. Die Frau Daxl begleitet ja die Bücherei schon seit Anfang an, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bücherei. Liebe Frau Daxl, schön, dass Sie heute auch zu uns gekommen sind. Und natürlich begrüße ich unser Büchereiteam. Das sind die Wichtigsten. Der Herr Pfarrer hat es schon sehr schön gesagt. Stellvertretende Leiterin, die Frau Angelika Biermeier. Es freut mich, dass Sie alle heute dabei sind, dass Sie das ganze Jahr alle dabei sind. Und Sie sind verantwortlich, du liebe Angelika, mit deinem Team für diesen Abend, für dieses Wochenende und auch mit für dieses Jubiläum. Ich begrüße auch meine Kolleginnen von der Gemeindeverwaltung, die Frau Barbara Mayen und stellvertretend auch die Frau Siglinde Jenkins, die immer die Büchereibelange im Blick haben, wo immer ausgetauscht wird, wenn die Frau Biermeier runterkommt. Glaube ich, haben wir da immer eine gute Verbindung. Also auch hier ein herzliches Grüß Gott. Und dazu begrüße ich noch von der Mittelbayerischen Zeitung die Frau Schmidt und von unserem Ortsfernsehsender den Herrn Hofmeister von History TV Movie, glaube ich, so heißt es dann letztendlich. Ja, und dann geht noch ein Gruß und gleich Dank an die Nicole Renner, die bereits im Gottesdienst so schön gespielt hat, und an das Vokalquartett der ehemaligen Domspatzen. Auch da freuen wir uns auf einen schönen Abend. Ja, eine kluge Entscheidung vor 40 Jahren, die der damalige Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Hermann Zierer gefällt hat. Eine Bücherei in Obertraubling zu integrieren, zu installieren. Aus welchen Gründen auch immer. Vor 40 Jahren, jetzt nehme ich mal Ihre Worte bei der Begrüßung heute, Herr Pfarrer, hat diese Erfolgsgeschichte praktisch den Anfang genommen, der Gemeinde- und Pfarrbücherei Obertraubling. Und wenn ich jetzt so durch die Reihen schaue, dann spürt man, dann sieht man an vielen Gesichtern, man sieht auch an den vollen Regalen, wenn man sich hier umschaut, und man sieht auch an dem schönen Ambiente, an dem liebevoll dekorierten Ambiente, dass diese Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ist. Und das trotz, auch das haben Sie schon angedeutet, Konkurrenz der neuen Medien, nenne ich es einmal so, die es übrigens auch schon damals gegeben hat. Ich habe mir mal ganz interessiert die Ordner von früher durchgeschaut, und natürlich fallen einem da die Zeitungsberichte ins Auge. Und ich habe da ganz interessiert gelesen, also es ist scheinbar mit 1792 Büchern waren es damals vor 40 Jahren gestartet worden, das schon sehr, sehr viele waren. Und kurze Zeit später ist dann schon eine Schlagzeile in der Presse aufgetaucht, der neueste Hit, Kassetten erobern die Büchereien. Das hat einfach damals dazugehört. Damals sind halt dann die Kassetten zu den Büchern dazugekommen. Wir wissen heute, dass das keine Gefahr für die Bücher war, aber das war halt ein Mitbringsel der Zeit, haben die Bücher nicht gefährdet, so wie es ja dann im Anschluss nicht die CDs waren oder dann eben diese neuen Medien, die aufgetaucht sind. Im Übrigen habe ich nur was Nettes gelesen, weil damals sind ja die Büchereien nicht nur in Obertraubling gegründet worden, sondern dann so langsam auch in den Nachbarkommunen. Und da habe ich in einer Zeitung, ich konnte es jetzt bloß einmal so ungefähr wiedergeben, da ist drin gestanden, die Büchereien, das sind ja gut, weil es könnte ja durchaus sein, dass man aus Büchern was lernen kann.
Also das kann man mal so stehen lassen, würde ich sagen. Passt im Übrigen auch zu dem Ausspruch, der auf unserem neuen Büchereiflyer steht. Da steht, Lesen gefährdet die Dummheit. Also das passt alles irgendwie zusammen. Und wie man das Ganze auch, ja, drehen und wenden mag, das Buch oder die Bücherei, ist einfach aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Es ist einfach, die Bücherei ist eine Erfolgsgeschichte. Aber man darf sich das Ganze natürlich auch nicht zu einfach machen und zu glauben, naja, man braucht dann einen Raum, ein paar Regale und da legt man Bücher rein. Das Ganze muss natürlich passen. Natürlich haben wir jetzt hier wunderbare Räumlichkeiten, die das Ganze unterstützen. Aber trotzdem waren auch früher die Standorte im Pfarrheim und in der Schule der Zeit angepasst und auch diese Standorte haben zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen. Und wichtig für eine Erfolgsgeschichte ist natürlich auch das, was ja drin ist. Hauptsächlich natürlich die Bücher, die drin sind. Und das ist gar nicht so einfach, hier die richtige Mischung zu finden. Man braucht Bücher, naja, das geht schon bei den Kleinsten los. Wenn die Mama oder der Papa oder die Familie in die Bücherei geht, zum Buch ausleihen, dann sind die Kleinsten dabei. Und die Kleinsten, die gehen ja nicht nur hinter in die Spielecke und spielen, sondern auch die schauen ja schon in die Regale und holen sich ein Büchlein raus, obwohl sie noch gar nicht lesen können. Also, das Ganze beginnt ja im Endeffekt mit einem Bilderbuch oder mit einem Buch, wo viele Bilder drin sind, dass auch hier schon was geboten ist. Die Schulausleihe, natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil, der auch dazugehört. Auch hier gehören die richtigen Bücher dazu. Und der Herr Pfarrer hat es auch schon angedeutet in seiner Predigt. Auch meine zwei Jungs waren herum in der Schulausleihe. Und auch da habe ich gesagt, naja, ich weiß gar nicht, wann ihr das alles lesen wollt. Weil manchmal haben einfach die Augen größer, wie her noch dann der Appetit, sage ich mal, aufs Lesen. Aber auch hier braucht man die richtige Mischung für die Jugend, nenne ich es einmal, da gehören dann Abenteuer dazu und was alles. Und natürlich auch für die Erwachsenen, auch da gibt es die unterschiedlichsten Themen. Wahrscheinlich lesen die Männer ein bisschen was anderes wie die Frauen und die Jüngeren wieder ein bisschen was anderes wie die Älteren. Und das Ganze so in der Balance zu halten, ist nicht einfach und das schafft unser Team auf hervorragende Weise. Also da sind wir sehr froh, dass da immer ja, so das richtige Handel gefunden wird. Ja, dann ist natürlich wichtig, dass es nur andere Sachen gibt, die wie damals die Kassette ja, zur Bücherei mittlerweile gehören. Sei es jetzt Zeitschriften, Hörbücher, ja, Comics gehören dazu und eben auch diese E-Books, neuerdings, die mit Sicherheit auch einen Beitrag leisten, dass die Bücherei so gut läuft, weil man auch in der Bücherei mit der Zeit geht und auf die, ja, ich sage mal, Vorlieben der Bürgerinnen und Bürger ja, Acht gibt. Und auch hier sind wir präsent und auch hier sind wir sehr gut aufgestellt. Das Wichtigste allerdings in einer Bücherei, und das ist nicht nur in der Bücherei so, das sind die Menschen in dieser Bücherei. Das Wichtigste ist unser Team der Bücherei. Freundliche, nette Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zu denen man gerne kommt und sich ein Büchlein ausleiht oder ein bisschen ins Gespräch kommt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wissen, ja, von was sie reden und denen man anmerkt, dass sie das, was sie tun, gerne tun. Und der Herr Pfarrer hat das auch unterstrichen. Sie tun das ehrenamtlich. Sie nehmen in ihrer Freizeit sich die Zeit weg, gehen in die Bücherei und auch das hat der Herr Pfarrer treffen gesagt, es sind nicht nur die Stunden, wo die Bücherei geöffnet sind, sondern viele Stunden nebenbei vorbereiten, einsortieren, ich weiß gar nicht, was da alles für Arbeiten anfallen. Und für diese ehrenamtliche Arbeit meinen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit. Vielen Dank an unser Team der Bücherei. Ja, eine Bücherei ist aber auch ganz nebenbei noch, ich sage einmal, wichtig für das Zwischenmenschliche. In der Bücherei trifft man sich. Das ist nicht so, wie ja, wenn man sagt, man kann alles Mögliche in den neuen Medien ja, genießen, sich herholen, sich durchlesen. In der Bücherei trifft man vielleicht nur den damaligen Nachbarn oder gute Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Auch da steht die Bücherei
für das Zwischenmenschliche. Und auch hier trifft man immer nette Menschen, sage ich mal, nicht nur die darin arbeiten, sondern die genauso dann wie Sie oder wie jeder, der sich hier ein Buch ausleiht, hier dazugehört. Und man kann über vieles reden, das muss auch nicht immer über Bücher sein, man kann über alles Mögliche reden, wenn man sich in der Bücherei trifft. Zum Beispiel über die schönen, vielen schönen Veranstaltungen, die es auch gibt in der Bücherei. Auch hier ist die Bücherei, sage ich mal, ja, ein Musterbeispiel, ein Veranstaltungsort, nicht nur für heute, sondern es gibt so viele Beispiele. Hier geht es quer durch Europa, durch die verschiedenen Länder. Ich war bei dem einen oder anderen Abend schon dabei, wo man aus dem Land sehr viel erfährt, wo man nebenbei noch hervorragend verköstigt wird in landestypischer Manier, sage ich mal, und wo man ganz einfach einen wunderschönen Abend verbringen kann. Es gibt viele informative Veranstaltungen. Ich sehe die Frau Dr. Walter sitzen, die hier schon sehr viel angeboten hat. Es gibt Vorstellungen von Büchern, es gibt Leseabende. Also auch hier ist immer viel geboten, aber auch immer hier muss man bedenken, dass das Ganze immer mit viel ehrenamtlicher Arbeit verbunden ist. Und wenn ich jetzt, ich sage einmal, die Frau Biermeier zu mir hervorbitte, um mich zu bedanken, dann ist es stellvertretend für das ganze Team der Bücherei. Liebe Angelika, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ja, für das Engagement, das du hier zutage bringst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das, ja, dass ihr unsere Bücherei zu so etwas Besonderem gemacht habt und darf dir, ja, ein kleines Blumengesteck überreichen. Ich darf aber jetzt trotzdem das Team der Bücherei zu mir hervorbitten, dass einmal die Leute überhaupt sehen, wie viel da nötig sind, um so eine Bücherei so zu machen, wie das ist. Also bitte kommen wir doch einmal alle zu mir hervor. Stellvertreterin, eine Rose. Und Sie nehmen einer da jetzt bitte eine im Anschluss mit auf die Plätze. Also vielen, vielen Dank an Sie alle für diese tolle Leistung in unserer tollen Bücherei. Und vielleicht soll man etwa gleich bringen wir zusammen. Dann haben wir für die Presse auch gleich. Ich habe das zwar jetzt ganz für am Ende mir gedacht, aber dann nehmen wir doch gleich die Nicole Renner und das Vokalquartett. Da darf ich einfach mal den Simon Wagner bitten, stellvertretend zu mir hervor. Ich bedanke mich jetzt im Vorfeld schon mal für die gute Unterhaltung für diesen Abend, weil ich mir sicher bin, dass wir gute Unterhaltung haben werden. Ein Dankeschön geht von mir zum Schluss noch stellvertretend an Sie, hochwürdiger Herr Pfarrer, für die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrei. Es ist ein schönes Miteinander, wenn man sich nur kurz absprechen muss und dann hat man es im Endeffekt wieder ausgemacht, sodass alle zufrieden sind, sodass für alle passt. Ich möchte mich bei allen natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, die für die Bücherei zuständig sind, eben beim Team, so wie gesagt, und bei allen, die da zuhelfen, dass diese Bücherei so besonders ist, bedanken. Und ich nehme jetzt noch unseren Hausmeister unserer Grundschule mit dazu, einen Winnie Würdel, der gerade in letzter Zeit, weil das natürlich alles passen hat müssen, mit vielen Sonderaufgaben betraut worden ist, lieber Winnie. Auch dir gilt dein Dank, auch du bist ja immer herüben in der Bücherei und hilfst aus. Vielen Dank für deine geleistete Arbeit hier in der Bücherei. Und ganz zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, die Sie unserer Bücherei immer die Treue halten und hoffe, dass Sie auch in Zukunft gerne
zu uns in die Bücherei kommen. Ich darf Ihnen jetzt einen schönen Abend wünschen und vielleicht hat der eine oder andere morgen Zeit und Lust oder Gelegenheit, dass er auch zum Tag der offenen Tür kommt. Da werden wir mit Sicherheit wieder hervorragend bewirtet bei Kaffee und Kuchen. In diesem Sinne dann bis morgen in unserer Gemeinde und Pfarrbücherei Obertraubing. Lass die Instrument und lauten auch erklingen. Fange, lass die Instrument und lauten auch erklingen. Will ich zu musizieren, will sich jetzt umgehören. Und Schlag, möchte mich den Begrüßungsworten meiner Vorredner anschließen. Besonders begrüße ich Herrn Pfarrer Brunner und Herrn Bürgermeister Grass. Herzlich willkommen in der Gemeinde und Pfarrbücherei. Schön, dass Sie sich alle Zeit genommen haben, mit uns das 40-jährige Jubiläum der Gemeinde und Pfarrbücherei zu feiern. Ich sehe das auch als Wertschätzung für unsere geleistete Arbeit an. Über die Entwicklung der Bücherei wird sich später Frau Platzig in einer PowerPoint-Präsentation informieren. Das Wesen unserer Bücherei hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Früher hat man sich Bücher ausgeliehen und ist dann wieder gegangen. Heute ist die Bibliothek ein Ort der Begegnung und ein Kommunikationszentrum. Das kann man bei uns ganz deutlich am Sonntagvormittag sehen. Da kommen ganze Familien, viele davon kennen sich schon oder lernen sich kennen. Außerdem sitzen da vor allem Väter in unserer Kinderecke und lesen ihren Kindern mit einer Ausdauer aus den Büchern vor, egal wie laut es zugeht. Auch die Abendveranstaltungen werden von unseren Lesern oder Bürgern aus unserer Gemeinde gut angenommen, trotz der Nähe zu Regensburg. Eine gut sortierte und mit aktuellen Medien ausgestattete Bücherei ist ein positives Aushängeschild einer familienfreundlichen Gemeinde. Wir werden von vielen anderen Landkreisbüchereien beneidet. Stimmt's? Ja. Natürlich sind wir fortschrittlich, denn man kann im Internet über den Findus alle unsere Medien einsehen, verlängern oder auch vorbestellen. Ferner sind wir dem Leo Süd angeschlossen. Das bedeutet, man kann Bücher, Zeitschriften und Hörbücher auf seinen PC oder E-Reader herunterladen. Unsere zeitgemäße, topaktuelle und modern aufgebaute Homepage wird von Frau Werner auf dem Laufenden gehalten. Konnte leider heute nicht da sein. Seit kurzem sind wir auch auf Facebook vertreten. Diese wird auch von einer Kollegin, von Frau Monika Miroslavjevic, aktualisiert. Vielen unserer Besucher fällt die jahreszeitgemäße Dekoration ins Auge. Sie trägt die künstlerische Handschrift von Frau Christine Schaubeck.
Auf unseren Mann für alle Fälle möchten wir nicht verzichten. Herr Würl hilft uns freundlich und zuverlässig. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Dank auszusprechen. Fundament einer Bücherei ist die Trägerschaft. Ohne das Wohlwollen der Pfarrei und der Gemeinde hätten wir nicht die Räume und die Ausstattung, wie sie jetzt besteht. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Schulleiter Herrn Kappert, der jetzt nicht da ist heute, stellvertretend eben für die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen der Bücherei und der Schule, sei es für die Schulausleihe oder auch wenn wir einen Autor einladen, der dann in der Schule seine Lesung hält. Wir freuen uns auch über den Besuch des Kindergartens St. Konrad, der ja einmal im Monat zu uns kommt. Der Kindergarten Rappelkiste holt sich auch Bücher von uns. Die Kinder aus dem Johanniter Kinderhort kommen auch gerne zu unseren Vorlesestunden oder zum Kindertheater. Wir veranstalten auch gemeinsam den lebendigen Adventskalender. Vielen Dank an Michaela Fries und ihr Team. Bei Frau Pusch von der Austauschbücherei des St. Michaelsbundes und bei Herrn Demleitner, der Vorsitzende der Kreisarbeitsgemeinschaft, bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen hilfreichen Tipps und Anregungen. Schön, Sie als Ansprechpartner zu haben. Ich bedanke mich auch bei den beiden Damen vom Bücher Pustet aus dem Donaueinkaufszentrum. Auch da habe ich schon viele, viele gute Tipps erhalten und erhalte sie immer noch. Und ich freue mich auch immer, weil man wird auch dort sehr freundlich und kompetent beraten und behandelt. Wir führen viele verschiedene Veranstaltungen in der Bücherei durch, wie zum Beispiel den Literaturkreis, der von Frau Strobel geleitet wird. Außerdem sind die Vorträge von Frau Dr. Wolter sehr gefragt. Ein besonderes Highlight ist unser jährlicher literarischer Ausflug in ein anderes europäisches Land. Wir bringen unseren Besuchern mit Bildern, Musik und Texten das besuchte Land näher. Ein landestypisches Buffet rundet unsere Veranstaltung ab. Natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz. Mit Erzähltheater und Vorlesestunden wecken wir bei den Kleinen das Interesse an Büchern und Geschichten. Schließlich sind sie ja die Leser von morgen. Da sind Sigrid Platzig und Ute Lodermeier mit Leidenschaft im Einsatz. Auf keinen Fall möchte ich die Damen der Gemeindeverwaltung, Frau Mallen und Frau Jenkins, vergessen. Sie sind der heiße Draht zum Träger in der Gemeinde und auch immer hilfsbereit und ja, sind einfach auch immer freundlich zu uns und so mögen wir das. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem harten Kern im Team, Frau Platzig, Frau Kammermeier und Frau Krause, für die vielen guten Ideen und das tatkräftige Zupacken. Sie können sich gerne, wenn Sie mögen, gerne von unserer Terrasse überzeugen. Das haben die Mädels gemacht, spitzig, kann ich da bloß sagen. Unser Büchereibetrieb ist nur mit unserem gut eingespielten Team aufrechtzuerhalten. Für diese Bereitschaft und für das harmonische Zusammenarbeiten bedanke ich mich bei allen, die im Team mitarbeiten. Liebe Gäste, ich kann Ihnen versichern, wir sind ein Team, das viel Freude an Büchern und Leidenschaft für die Büchereiarbeit aufbringt. Wir wünschen uns für die Zukunft Gottes Segen und das Wohlwollen der Trägerschaft, sowie ein offenes Ohr an alle Beteiligten, die über unsere Anliegen zu entscheiden haben. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Morgen findet ein Tag der offenen Tür statt. Das Programm hängt aus. Über regen Besuch freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen, wir haben ganz, ganz, ganz viele Kuchen gebacken und die müssen unter die Leute. Also sie dürfen sich die auch gerne abholen und mit nach Hause nehmen. Aber es findet alles im Trockenen statt. Wir dürfen unten in der Aula
unseren Kaffee und Kuchen anbieten. Also würde mich freuen, wenn ich Sie alle morgen bei Kuchen und Kaffee sehe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Grußworte hören wir jetzt von Frau Ursula Busch, Leiterin der Diözesanstelle St. Michaelsbund, und Herrn Reinhold Demleitner, Vertreter der Kreisarbeitsgemeinschaft. Sehr geehrter Herr Pfarrer Brunner, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebes Büchereiteam, sehr verehrte Festgäste. Als Diözesanstellenleiterin gratuliere ich im Namen des ganzen St. Michaelsbundes München auch zu diesen 40 Jahren. Also ich wollte sagen, ich bin jetzt nicht nur in der Diözesanstelle, ich betreue auch die Büchereien vor Ort. Also ich habe 142 Büchereien zu betreuen und ich bin viele, viele Jahre immer dabei gewesen und ein richtiger Fan dieser Bücherei auch. Ich weiß noch, wo die Bücherkisten hier rübergebracht haben, einsortiert haben und ja, also wir haben schon manche Einsätze zusammen gehabt und ich komme immer wieder gerne hin. Ja, Bücherei 40 Jahre alt, sag mal, aber eigentlich nicht alt, sondern jung ist sie, denn ich finde modern, sehr attraktiv und hat eben zahlreiche Fans, wie mich auch. Seit dem Umzug in die neuen Räume, da ist die richtige Erfolgsstory jetzt erst begonnen, ich denke, du wirst nachher sehr viel davon erzählen, also wenn ich mir auch, ich habe die statistischen Daten anschaue, was hier passiert ist, also das muss man wirklich sagen, es ist einiges, was hier in Gang gesetzt worden ist. Ja, die Bücherei ist hier ein Treffpunkt geworden, mit genügend Platz und einer gemütlichen Atmosphäre, denn bei uns ist wirklich im Mittelpunkt, so sagt der St. Michaelsbund, der Mensch. Deswegen ist auch der Aufenthaltsqualität, dem wird ein... Ja, damit hören Sie mich besser, oder? Ja. Deswegen ist auch das ganz wichtig, dass eine gemütliche Atmosphäre, dass man sich eben trifft und zusammenreden kann. Und zum anderen ist natürlich das Buch sehr wichtig. Das Angebot ist eben breit gefächert und sowieso für jeden eigentlich was dabei. Manchmal hört man immer Leute, die sagen, ja, braucht man Büchereien überhaupt nicht, überhaupt noch, man findet doch alles im Internet. Aber man findet eben nicht alles im Internet. Vieles ist im Netz zugänglich, aber längst noch nicht alles. Und die meisten aktuellen Bücher, die gibt es erst morgen, übermorgen oder noch viel später oder überhaupt nicht. Selbst der vermeintliche Alleswisser Google hat erst 10% der Bücher digitalisiert. Und Vorsicht im Internet, da lauern natürlich auch viele Gefahren, denn vieles ist halbrichtig oder gar nicht richtig. Und das Buch ist eben immer noch zeitgemäß. Zum einen merkt man es hier an den Ausleihzahlen, die immer weiter steigen. Und man weiß es natürlich auch durch viele Studien. Es gibt jetzt eine ganz aktuelle Kindermedienstudie von diesem Jahr. Eine Kooperation von 6 großen Verlagen hat also in diesem Jahr die Kinder befragt und wollte herausfinden, welche Medien die Kinder benutzen, zu welchen Anteilen. Also die 7,17 Millionen Kinder in Deutschland konsumieren trotz Smartphone immer noch gerne gedruckte Bücher. Digital ist zwar attraktiv, aber 72% der deutschen Kinder zwischen 4 und 13 Jahren lesen auch 2017 privat noch mehrmals in der Woche vom Papier, vom Buch, Zeitschriften und so weiter. Der Studie zufolge liegt das klassische Lesen gleich auf mit Freizeitbeschäftigung wie der Nutzung von Internet und Apps. Auf den richtigen Mix kommt es an, von analogen und digitalen Medien. Und auch wenn jetzt zahlreiche Medien es in dieser Bücherei auch gibt, für die Bücherei ist immer noch ganz wichtig, dass das Buch in diesem Mix nicht zu kurz kommt und es wird dafür gearbeitet, dass der Prozentzahl nicht zu gering wird. Ja, Sie können froh sein, dass Sie hier also ein tolles Team haben, was sich so auch für die Leseförderung engagiert. Die schöne Bücherei bietet ja die idealen Voraussetzungen hierfür. Denn ganz früh stellen Sie schon die Weichen, wird ein Kind zum begeisterten Leser oder nicht. Aufforderungen wie, wenn dir langweilig ist, liest doch ein Buch oder liest doch ein Buch, dann werden deine Noten besser. Also sowas nützt ja überhaupt nicht, das wissen Sie alles. Sondern ganz wichtig ist, dass
das Kind die Lust am Lesen entdeckt und dann auch dauerhaft dabei bleibt. Aber dafür brauchen Kinder gute Geschichten. Geschichten, die die Kinder packen und dann erst wieder loslassen, wenn auch die letzte Seite in dem Buch gelesen ist. Ich denke, Sie werden auch viele solche Bücher von früher kennen oder auch von jetzt kennen und wie wichtig diese Erlebnisse ist und wie sehr die eigentlich immer wieder einen auch beeindrucken. Die Lesefähigkeit, die erwerben die Kinder in der Schule, aber die Lust am Lesen, die können die Kinder wirklich hier in dieser Bücherei mit diesem Angebot erreichen. Ja, klar, hier gibt es nicht nur Angebote für Kinder, sondern für jeden was, diese moderne Ausstattung. Jetzt will ich nichts wiederholen, bei ihm überspringen. Ja, das Ganze passiert vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, mit einem ehrenamtlichen, fachkundigen und engagierten Team. Und vor allen Dingen das Leitungsteam, was ihr schafft, ist wirklich vorbildlich. Herzlichen Dank für eure Arbeit und weiterhin auch dem ganzen Team viel Freude an der Arbeit. Vielen Dank auch an die Träger, dass sie diese Arbeit ermöglichen und dass sie die Arbeit auch so unterstützen und dass sie eben vor 8 Jahren diesen riesigen Sprung gemacht haben, dass so viel investiert wurde und auch weiterhin investiert wird in die neuen Medien, dass dieses Angebot angenommen werden kann. Und sie sehen ja, es wird genutzt und es lohnt sich. Aber ich habe ja nicht nur Dankeswort dabei, sondern auch ein Geschenk. Ich weiß, was es ist. Der St. Michaelsbund hat einen Lesefuchs Felix entwickelt. Das ist extra genäht worden, hier in Deutschland. Für den St. Michaelsbund ist es eine plüschige Handpuppe und die kann in Büchereien zum Vorlesen und für Leseförderung eingesetzt werden. Also Felix ist vollkommen pflegeleicht, ich kann euch beruhigen. Er mag vor allem den Kindern und das Lesen, aber er ist noch in der Tasche, er ist also ein bisschen schüchtern. Mal gucken. Also Felix, komm, sieh dir mal die Bücherei an, ob es dir gefällt. Mal schauen. Er ist, wie gesagt, etwas schüchtern, er muss sich jetzt erstmal umschauen. Aber er macht, wie gesagt, Bücher und das geht dann echt ganz schnell. Kommt er hier? Er hat jetzt die Bücher gesehen. Also ich glaube, es gefällt ihm hier. Ja. Gefällt es dir? Ja. Und die Bücherei hat schon wieder einen neuen Fan hinzugewonnen. Angelika, würdest du dich bitte um meinen plüschigen Freund kümmern? Ja. Bitte schön. Ich denke, dass die Kinder ihn ganz schnell ins Herz gewinnen werden und sie immer dann bei der Position sind dabei. Deswegen kriegen natürlich unsere zwei. Ja, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem schon alles gesagt worden ist, soll jetzt ich auch noch was sagen. Ich bin der Vertreter der 18 neidischen Büchereien. Ja. Ja, man muss wirklich sagen, die Bücherei hier in Obertraubling ist bei uns in der Kreisarbeitsgemeinschaft einer der Leuchttürme geworden auch. Und man kann wirklich nur von vollem Herzen gratulieren für die ehrenamtlich geleistete Arbeit, die hier in Obertraubling passiert und passiert ist. Und für das Engagement auch der beiden Träger, die Bücherei immer zu unterstützen. Die Sigrid wird sicherlich am Schluss so die Geschichte der Bücherei erzählen, wie das entstanden ist, diese 40 Jahre untergebracht im Pfarrheim, dann in der Schule und schließlich, wie Ursula Pusch hat es gesagt gehabt, hier in diesen neuen Räumen. Ja, wenn man als Kreisvorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft eingeladen wird, und ich hatte bereits das Vergnügen, Herr Daxl, zum 25-Jährigen dabei zu sein, da waren wir noch drüben in der Turnhalle, durfte ich auch ein Grußwort sprechen. Die Unterbringung war damals noch nicht so schön. Zum 30-Jährigen war ich da, durfte ich auch ein Grußwort sprechen. Und dann war es der Festakt aus und
Ich hatte damals auch nur eine dienstliche Aufgabe und man sagt immer, Rauchen ist gefährlich, aber manchmal ist Rauchen auch ganz, ganz hilfreich. Herr Altbürgermeister, Sie können sich erinnern, wir beide sind rausgegangen, Sie haben frische Luft geschnappt, nein, ich habe frische Luft geschnappt, Sie haben geraucht, sowas. Und dann haben wir philosophiert, es soll da ein Hort entstehen und den muss man auf Stelzen stellen und dann hat man drunter einen Hohlraum. Und dann sind wir aus den kleinen Räumen herausgegangen und dann ist die Idee geboren worden, diesen stelzenumhüllten Raum mit Leben zu erfüllen. Und dann ist das Ohrwort das andere gegangen. Dann haben wir die Idee gehabt und haben gesagt gehabt, könnte man da nicht eine Bücherei reinmachen? Und da bin ich der Gemeinde wirklich sehr, sehr dankbar und Ihnen, Herr Lang, und den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat damals, dass das dann die Idee gesagt ist und dann auch umgesetzt worden ist. Und wenn man sieht, einer der Leuchttürme der Bücherei, Arbeit bei uns im Landkreis geworden ist. Als Kreisvorsitzender der Büchereien ist es natürlich immer gut, wir machen da so eine Art Wanderzirkus, wir haben zwei Arbeitstreffen im Jahr, wir sind zweimal eine Frühjahrstagung und eine Herbsttagung, wir gehen dann von Bücherei zu Bücherei und da ist es gute Gepflogenheit, dass die Geistlichen dabei sind und die Bürgermeister. Und wenn man dann von der Erfahrung in Obertraubling oder in anderen Gemeinden, die neue Büchereien errichten konnten, berichten kann, dann kommt manchmal auch ein gewisses Denken, Umdenken in den Gemeinden, in den Köpfen zugange. Und so merkt man momentan bei uns im Landkreis einen Aufbruch. Auch dafür bin ich Obertraubling dankbar, dass viele Gemeinden sagen, wir brauchen nicht bloß eine Bücherei, weil wir Mittel- oder Kleinzentrum werden wollten und werde schon irgendwie laufen in der Nähe zu Regensburg, ein paar Kilometer von der Stadtbücherei entfernt. Wozu braucht man denn eine Bücherei? Wir haben es heute mehrfach gehört, bei Ihrer wunderbaren Predigt, Herr Pfarrer, und auch bei Ihrem Beitrag. Wozu braucht man denn? Man kann Infos im Internet. Die Ursula Busch hat es gesagt gehabt. Ein Satz, Ihre Bücherei in Obertraubling hat wahrscheinlich auf viele Ihrer Fragen die passende. Schauen Sie sich um. In Büchereien gibt es ja nur Bücher, weit gefehlt. Wir haben von der großen Bandbreite, der Medienbandbreite gehört. Wir haben gehört, dass das Medium Musikkassetten und Kinderkassetten die Literatur gefährden könnte. Die gleiche Diskussion haben wir momentan mit E-Books. E-Books ist ein Teil der Büchereien, ist eine Attraktivität der Büchereien, die 24 Stunden am Tag genutzt werden kann. Es ist aber so, dass ca. 10% der Nutzung nur auf E-Books fallen. Es ist eine wichtige Sache, um die Bücherei attraktiv zu halten. Aber auch da hat die Bücherei in Obertraubling immer Vorreiterrolle gespielt, auch dank an die Träger, die diesen Ideen immer aufgeschlossen haben. Gegenübergestehen. Kulturelle Veranstaltungen, die Angelika hat es in ihrem Grußwort gesagt gehabt, was unheimlich viel passiert. Ursula Busch und ich, wir waren gestern und heute bei der Mitgliederversammlung des St. Michaelsbundes. Wir sind da jedes Jahr in einer anderen Diözese. Da ging es auch darum, gestern Abend hatten wir einen Bischofsempfang und der dortige Bischof hat dann auch festgestellt, dass es ein großes, großes Plus der katholisch-öffentlichen Büchereien hier in Bayern ist eine große Anzahl der Veranstaltungen. Wir haben allein in Bayern so viele Veranstaltungen wie der Rest des Borromäus-Vereins in der ganzen Bundesrepublik. Und das ist alles den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Und ich habe gesehen, ein Mitarbeiter habt ihr. Mhm. Toll. Ein junger Mann. Zu verdanken. Ein weiteres Schlagwort, Bibliotheken sind teuer. Nein, Bibliotheken sind die günstigste Möglichkeit, allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängigen und nicht konventionellen und niederschwelligen Zugang zu Informationen und Lesestoff zu bieten. Büchereien als Orte der Begegnung, auch heute schon mehrfach ausgesprochen. Vielleicht auch das plakativ zu machen,
Die öffentlichen Büchereien in Bayern verzeichnen in jedem Jahr deutlich mehr Besucher als die erste und zweite Fußball-Bundesliga in ganz Deutschland. So viele Besucher kommen zu uns, kann Bayern München nicht mithalten mit Obertraubling. Ein Fazit des Ganzen: Büchereien rechnen sich vielleicht nicht, aber sie zahlen sich aus, meine Damen und Herren. Liebe Angelika, liebes Büchereiteam, ich darf dir, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich zum Jubiläum gratulieren. Und ich bin mir sicher, dass es in 10 Jahren zum 50-jährigen Jubiläum hier in Obertraubling noch eine pfiffige, tolle, gut besuchte Bibliothek geben wird. Gehen wir die nächsten 10 Jahre an. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Den offiziellen Teil mit dem Zottelmarsch. Para ir,
Der aktuelle Blaulichtreport ist auf unserer Internetseite unter www.obertraubling-news.de zu sehen.